Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei meinen Rezepten. Heute habe ich wieder ein leckeres Pfannbörek-Rezept für euch. Aber diesmal habe ich mein Pfannbörek mit Auberginen vorbereitet. Wir machen wirklich viel mit Auberginen und backen natürlich auch Börek damit. Das müsst ihr auch unbedingt ausprobiert haben und kommen dann auch gleich zu den Zutaten dazu. Ich bereite erstmal die Füllung vor, damit es schon mal auskühlen kann. Dafür habe ich 2 große Zwiebeln kleingeschnitten, in Öl angebraten und gebe 2 Auberginen hinein, die ich in kleine Stücke geschnitten habe. Die Auberginen habe ich dann teilweise geschält und brate die Auberginen an. Ich habe das mit Salz, Pfeffer und ein bisschen Chili-Pulver abgeschmeckt und gebe 4 Tomaten hinein, die ich gerieben habe. Ich hatte noch im Tiefkühlfach vom Sommer Tomaten, die ich selber eingefroren habe. Die habe ich hineingegeben. Ihr könnt aber auch frische Tomaten reiben. Das Ganze wird so lange geköchelt, bis keine Flüssigkeit mehr vorhanden ist und die Auberginen auch weich werden. Für den Teig habe ich 1 Kilo Mehl in meine Küchenmaschine hineingegeben und gebe 1 Esslöffel Salz, 3 Esslöffel Öl hinein, 1 Würfel frische Hefe und gebe nach und nach so ungefähr 650 Milliliter Wasser hinein und bereite den Teig vor. Den decke ich jetzt einmal ab und lasse es so ungefähr eine halbe Stunde gehen. Ich habe dann aus dem Teig kleine Bällchen vorbereitet. Meine Bällchen waren so groß wie eine Zitrone. Dann brauchen wir Butter-Margarine-Mischung. Ich habe so ungefähr 100 Gramm Butter mit 100 Gramm Margarine gemischt. Wichtig ist, dass das sehr weich ist. Die Bällchen habe ich dann einfach mit den Händen angedrückt und gebe so ungefähr 1 Esslöffel Butter-Margarine-Mischung drauf. Klappt das einmal zu und knete das 3-4 Mal so nach innen. Das habe ich dann erstmal mit den ganzen Bällchen vorbereitet und diese beiseite gelegt, damit sie nochmal weitere 10 bis 15 Minuten gehen können. Durch diese Knetmethode werden sie richtig knusprig, so wie Blätterteig, fallen sie dann auseinander nach dem Backen. Anschließend habe ich die dann mit einem Nudelholz so groß wie ein Kuchenteller ausgerollt. Jetzt müsst ihr aber mit viel Mehl arbeiten, da der Teig klebrig ist. Ich gebe jetzt Auberginenfüllung auf eine Seite, klappt das zu und lege das auch beiseite. Dann werden sie nach und nach in eine Pfanne gebacken. Ich habe heute Gusseisenpfanne genommen. Ihr könnt auch eine beschichtete Pfanne nehmen. Ich habe die Pfanne erstmal vorgeheizt, dann müssen sie auf mittlere Stufe gebacken werden. Wenn die eine Seite gebacken ist, drehe ich das einmal um und backe die andere Seite. Nach dem Backen wird das noch warme Gebäck mit Butter bestrichen. Ich habe die dann nach und nach gebacken. In eine Pfanne passen bei mir so 2 Stück rein. Ihr könnt auch mit 2 Pfannen arbeiten, dann geht das natürlich schneller. Die sind wirklich super lecker geworden, sind vegetarische Teigtaschen, ist eine Mischung zwischen Gözleme und Zatschpüree. Ich hoffe natürlich, dass euch auch dieses Rezept gefallen wird. Euch wünsche ich viel Spaß dabei und sage Tschüss bis zum nächsten Video.